Hallo und herzlich willkommen, Freunde, ich bin's wieder, Jesse. Und ihr seht schon, es gibt die Warteschlange in Diablo 2 Resurrected. Kam wesentlich schneller als erwartet, aber wir werden hier nicht warten, sondern um die Wartezeit abzukürzen, zeige ich euch mal, wie man in Diablo denn richtig Items umrollt, beziehungsweise wie die Charms, genauer gesagt die Riesenzauber, mit ein kleines bisschen Glück richtig umgerollt werden oder werden können. Das switchen wir gleich mal rüber in den Stream. Ist egal. Das heißt, dass ihr wollt mir erzählen, ich kann das reingeben und dann ein Gelb, ein Rot. Ja. So, dann haben wir hier drei. Jeden Typs. Ah, okay. Also in dem Fall dann noch einen grünen. So, also ihr wollt mir jetzt erzählen, wenn ich da jetzt drauf drücke mit den drei Gems, dass sich das ändert. Ja? Das wollt ihr mir erzählen? Und dann kriege ich irgendeinen coolen Riesenzauber raus. Plus eins. Hey, eins zu Kältefähigkeit. Cool. Das ist gar nicht so bad. Weil ich bin ja Dings. Ich bin ja Frostmage. Ah, es ist einfach zu leicht. Das ist halt immer wieder, das ist halt das Hauptproblem in Diablo. Ja, wenn du da im richtigen Moment ein bisschen Glück hast, dann hast du schon wieder 10 Stunden. Also im Endeffekt bist du da richtig arm dran. Ja, da bist du richtig arm dran, weil du ja immer Spielspaß verlierst. Verstehst? Verlierst ja immer den Spielspaß. So, warte, jetzt müssen wir hier natürlich noch eine Front nach vorschieben. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie lucky war das? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte mir, plus 2 wäre gut. Ist das schon lucky? Das war eine 10. 69. Alter Schwede, ey, die Leute, die gehen auch nicht. War das so lucky? Nee. Ausloggen. Ja, stimmt, wir werden vielleicht mal ausloggen. Egal. Aber dann hätten wir nämlich hier... So. Ja, müssen wir mal gucken, weil dann ist ja unser... 28 ist unsere Frostfähre. 400. Das war Gigalucky. Alter, das Wort habe ich ja noch nie gehört. Was ist denn bitte Gigalucky? Ich habe mich nicht getraut. Weil das Problem ist, wenn du den jetzt rerollst, ja, und dann kommt was anderes raus, dann drehen die durch, ja. Dann drehen die durch, dann kriege ich wieder irgendwelche Hass-E-Mails und. Und das Problem ist, du verlierst. Weil wenn du den rerollst und der ist dann scheiße, ne? Und der ist dann scheiße, dann, jo. Und das andere Problem ist, wenn er gut ist, also noch besser, ja? Also vielleicht eben genau mit plus 1 und 40 Leben, dann drehen die erst richtig durch. Verstehst? Du kannst da nur verlieren. Wenn er besser wird, drehen die so richtig, richtig durch. Und wenn er schlechter wird, drehen sie halt normal durch. Also von dem her, da hast du dann so eine Lose-Lose-Situation. Ja? Aber du könntest zum Beispiel den da nehmen, ja? Weil ich jetzt im Spirit bin und mir der Feuerding wurscht ist. Und dann gönnen wir uns den und den und den. Ja? Zack. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das stimmt, was ihr behauptet. Zack. Ja, plus 5 Giftschaden über... Oh, der ist ja voll schlecht. Wieso sagt ihr denn nichts? Alter, der Chat, Mann. Ja, der Chat. Sagt mir doch was. Der Chat, Mann. So ist... Lol. Machen wir nochmal. Ja, kriege ich ein Plus in den Chat für nochmal. Also... Ein Plus rein, wenn wir nochmal rollen sollen. Ja, oder? Das war... Ah, es war die falsche Reihenfolge. Natürlich. Okay, Mutter. Also erst gelb, dann rot und dann blau. Ne, das muss richtig... Nee, warte, das war andersrum. So, so war's. Gelb, rot. Moment, ich muss mal kurz nachschauen auf mein Cheat. Da gibt's so... Wie nennt sich das? Diablo Cheat Sheet? So.
So, meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es wird ein bisschen Lootluck auf euch überschwappen. Also, wie gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, wie lucky das wirklich war. Der Chat war der Meinung relativ, ihr könnt ja eure Meinung noch in die Kommentare schreiben. Die Warteschlange, ich wünsche euch dafür Glück, dass ihr da schnell vorbeikommt und ich habe noch einen Musiktipp. Das haben wir noch nie gemacht bei 3000 YouTube-Videos. Ich habe noch einen wunderbaren Musiktipp für euch, das werde ich unterhalb verlinken von Boko Keep On Trying. Damit ihr Spaß beim Farmen habt, den konnte ich mir nicht verkneifen. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.